Hallihallo, hier ist die Nathalie mit zwei schönen Karten fürs Wochenende, für den 23. und 24. Juli 2011. Da dürfen die Feen was sagen, die wollen auch unbedingt, gerade weil Samstag ist und sozusagen am Samstag Feentag ist, für die, die es noch nicht wissen. Die Feen sagen zum Samstag, da kommt das höhere Bewusstsein zum Einsatz. Und für den Sonntag ist die innere Kraft gefragt. Ich lese gleich mal zum Samstag das höhere Bewusstsein aus dem Buch den Text vor. Du erhältst Führung von deinem wahren Selbst, deinem höheren Bewusstsein, das eins ist mit der universellen göttlichen Weisheit. Du lauschst der Stimme der Liebe statt der Angst. Diese Karte ist eine Bestätigung dafür, dass deine Gefühle, Gedanken, Träume und Hoffnungen der letzten Zeit der Ebene des Geistes entspringen. Du hast um göttliche Führung gebeten und dein höheres Selbst hat deine Gebete erhört. Deine spirituelle Ausrichtung hat dir geholfen, diese Stimme zu hören, da du dir die Zeit genommen hast, hinzuhören. Vielleicht hast du begonnen, regelmäßig zu meditieren oder Yoga zu betreiben und das hat dazu geführt, dass dein Geist allmählich ruhiger wurde. Oder vielleicht hast du innerlich ein Machtwort gesprochen und beschlossen, dein Leben positiv zu verändern. Welchen Weg du auch eingeschlagen hast, er funktioniert sehr gut. Nun bitten dich die Feen weiterhin, mit deinem höheren Bewusstsein zu kommunizieren. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass du dir viel Zeit für dich nehmen musst. Du könntest zum Beispiel öfter in der Natur spazieren gehen, dich einer Gruppe spirituell Gleichgesinnter anschließen oder dich eine Weile zurückziehen. Je ruhiger du dein Leben und deinen Geist werden lässt, desto klarer wird die Stimme deines höheren Bewusstseins. Affirmation: Ich höre und verstehe deutlich die innere Stimme des göttlichen Geistes. Also ist ja eine wunderbare Sache, wie ich meine, weil es offensichtlich jetzt einfach von den Feen bestätigt wird, dass wir es geschafft haben, unseren Geist zu beruhigen. Und das ist ja nun mal ganz, ganz elementar wichtig, um überhaupt irgendwas von den Lieben da oben mitzubekommen oder auf dem Schirm zu bekommen. Und das kann natürlich, weil sie mir jetzt wieder zeigen, das kann natürlich auch durch eure Träume passiert sein, dass ihr da gewisse Botschaften empfangen habt, die für euch einfach jetzt gerade mal wichtig sind. Es ist momentan wieder, wie üblich, viel im Umbruch und es war wohl in letzter Zeit auch mal nötig, eine gewisse Draufschau auf die eigene Lebenssituation zu tätigen, um zu sehen, wo stehe ich denn, in welchem Lebensbereich, welche Lebensbereiche sind denn gut und welche sind jetzt eher dann doch mal so, dass man sagen müsste oder sollte, da müssen ein paar Feinjustierungen vorgenommen werden oder ein paar Veränderungen passieren, damit es auf positivere oder bessere Art und Weise weitergeht. Und da war jetzt, die Woche war ja jetzt viel mit Beziehungen wieder im Gange, Beziehungen jedweder Form, es ist völlig egal. Und da sind wohl jetzt doch einige Sachen klarer geworden, was sehr, sehr schön ist. Lasst euch da jetzt, wie gesagt, wirklich noch weiterhin gut leiten von eurer eigenen Führung. Hört wirklich genau hin. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt bitte die Lieben da oben mal wieder, ob sie euch wirklich ganz, ganz, ganz deutliche Hinweise liefern können auf das, was jetzt zu tun ist, umzusetzen ist, auf eure nächsten Schritte. Falls ihr euch da jetzt nicht so völlig ganz im Klaren drüber seid, vielleicht noch, dann bittet einfach um deutlichste Zeichen. Sie haben erst heute wieder verlauten lassen, dass es wichtig ist, egal wie popelklein eure Fragen sind oder die Hilfe ist, die ihr braucht, nichts ist zu lächerlich, dass ihr nicht um Hilfe bitten könnt. Kein Problem, keine Situation ist zu groß oder zu klein oder zu schräg oder was sonst irgendwie, dass ihr da nicht ankommen könntet und sagen könntet, bitte helft mir. Und sie sind sofort dabei und freuen sich drauf und freuen sich vor allem darüber, dass ihr die Lieben bemüht, denn die tun nun mal nichts anderes. Und die tun das sehr, sehr, sehr gerne, soll ich jetzt noch nachschicken. Also bitte keine falsche Bescheidenheit, fragt sie bitte um alles oder einfach bittet sie um alles. Es ist völlig egal, was es ist. Es ist wichtig, dass ihr die Last von euren Schultern bekommt, dass ihr einfach euch frei bewegen könnt und um die nächsten Schritte einfach klar und voller Überzeugung gehen zu können. Und da sind wir jetzt bei der nächsten Karte, und zwar die für den Sonntag.
passt wunderbar ins Bild, denn in dem Moment, wo ich mir klar darüber bin, was ich will, geht es natürlich an die Umsetzung. Und da schrecken viele dann natürlich zurück, weil sie sagen, da müsste ich mich jetzt aber doch im einen oder anderen Fall mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und einfach Dinge tun, die mich aus vielleicht auch aus meiner Komfortzone etwas rausbringen. Und da sagen die Lieben euch oder uns allen, dass es letzten Endes, dass wir über eine unglaubliche Kraft verfügen und dass die Kraft nicht so zu verstehen ist, dass wir im Außen handeln, sondern dass wir zuallererst mal das Ganze durch unsere Gedanken in Arbeit geben. Also sprich erstmal unsere Gedanken anhand unserer Gedanken unsere Gefühle entwickeln lassen und mit diesen Gefühlen dann manifestieren können. Und zwar genau das, was wir wollen. Und dazu haben wir die Macht. Also geht nicht, gibt's nicht, sagen sie jetzt. Das ist vollkommen egal, was ihr wollt, was ihr euch wirklich von Herzen wünscht und was in Einklang mit dem ist, was eure innere Führung für euch natürlich oder gemeinsam mit euch möchte, was wirklich eurem Herzenswunsch entspricht. Da gibt es definitiv keine Begrenzungen. Das ist vollkommene Illusion zu glauben, dass wir klein, schwach, arm sind und praktisch immer nur auf unser eventuelles Glück angewiesen sind oder auf irgendwelche Umstände, die sich da zufällig im Außen ergeben haben, sondern wir sind selber zu 100% in Anführungsstrichen schuld an dem, was wir erleben, beziehungsweise positiv ausgedrückt sind wir einfach zu 100% Meister unserer Manifestation und Meister unseres Lebens. Und nur wir können Dinge in Auftrag geben und dann auch wirklich erschaffen sozusagen. Das können nur wir für uns. Anders geht es nicht. Und diese innere Kraft, die wir durch unsere Gedanken haben, die dürfen wir vollkommen einsetzen. Die meisten, und das wird jetzt viele erstaunen vielleicht, haben Angst vor ihrer inneren Kraft. Die sagen sich, um Himmels Willen, was passiert, wenn ich da jetzt wirklich mal loslege? Das Ganze ist aber ein Gedankenkonstrukt, das bei uns sehr, sehr, sehr häufig und überwiegendst unbewusst abläuft. Also wir haben ganz unbewusst Angst vor unserer eigenen Kraft. Das darf auch immer mehr bewusst werden. Und im Prinzip sei einfach nur gesagt, dass wir unsere innere Kraft und die Macht, die wir haben mit unseren Gedanken, in dem Moment, wo wir uns einfach spirituell ausrichten und in dem Moment, wo uns einfach universelle Gesetzmäßigkeiten bekannt sind, so wie beispielsweise, was ich rausschicke, bekomme ich wieder, wäre ich ja nun schön blöd, wenn ich meine Macht missbrauchen würde. In dem Moment, wo ich das weiß, werde ich es einfach auch nicht tun. Ist also auch keine Angst nötig, seine innere Kraft da irgendwie zu missbrauchen. Beziehungsweise das Ganze falsch anzuwenden oder so. Also es ist jetzt wirklich eine sehr unbewusste Sache, von der ich spreche. Die meisten sagen sich, na Moment, so ein Blödsinn, wenn ich weiß, was ich mit meinen Gedanken machen kann, dann mache ich es doch und hab doch da keine Angst davor. Aber ihr werdet lachen, es ist tatsächlich so. Also die meisten haben Angst und verstecken sich dann eben lieber wieder in ihrer Komfortzone, in ihren Sicherheiten und verstecken sich hinter einer unglaublichen Betriebsamkeit und unheimlich vielen Handlungen im Außen, um Dinge herzustellen, die sie haben wollen, anstatt sich auf das Innere und auf die innere Kraft zu verlassen und erstmal im Inneren die Pläne zu schmieden durch Kraft der Visionen, die wir haben, der Gedanken, der Emotionen, der Vorstellungen, der Herzenswünsche und die wir uns halt wirklich auch vorstellen, die eben dann auch schon fühlen und uns somit eben auf eine schwingungsmäßige Entsprechung mit der bereits mit der Situation bringen, die wir haben wollen. Und zwar 1:1 so, wie wir es wirklich haben wollen. Also wir haben nicht die Emotion, die wir jetzt haben, wo wir noch sagen, naja, es ist noch nicht da, sondern wir haben die Emotion und die Schwingungsfrequenz, als wäre alles schon so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist jetzt wirklich, das ist eine unglaubliche Macht, die wir damit haben. Das ist diese innere Kraft. Und das soll ich euch weitergeben, das soll ich euch sagen und die dürft ihr, wie gesagt, wunderbar anwenden. Und könnt damit auch nichts verkehrt machen, solange diese Wünsche wirklich aus eurem Herzen kommen.
Ego-Wünsche könnt ihr natürlich auch manifestieren. Ist auch kein Problem. Also wenn jemand einfach einen Wunsch hat, der wie auch immer sehr, sehr rein materiell ist oder was auch immer. Wie gesagt, es ist nichts gegen materielle Wünsche einzuwenden, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber wenn das Ganze vielleicht nicht zu eurem absolut höchsten Wohl ist und ihr euch da Wünsche in den Kopf setzt, die vielleicht nur mittelmäßig sind und die Lieben im Universum würden für euch was ganz anderes vorsehen oder eure innere Führung, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr im ersten Moment was wählt und was manifestiert, was vielleicht nicht so 100.000%ig eurem höchsten Wohl entspricht. In dem Moment wisst ihr, okay, das war vielleicht noch nicht so ganz das Tollste, dann wisst ihr aber umso genauer, was ihr eigentlich wollt. Und bestellt euch das dann, beziehungsweise manifestiert das dann ganz automatisch. Also ihr braucht wirklich keine Angst haben, Fehler zu machen. Fehler können wir an sich gar nicht wirklich machen. Das ist so. Und aus allem, was wir tun, lernen wir. Und wissen aus allem, was wir manifestiert haben, was nicht so toll ist, genau dann wissen wir am allerbesten, was wir eigentlich wollen. So, das war jetzt nun mal die Ansprache zum Wochenende, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt's, ruht euch aus, zieht euch zurück, gönnt euch alles, was euch Spaß macht. Gönnt euch einfach wirklich wieder mal genügend Zeit für euch selbst. Und hört einfach wirklich auf das, was euer Herz und somit eure innere Führung und euer höheres Selbst euch dazu sagen hat. Ganz, ganz wichtig und einfach wunderbar. Macht's einfach. Also ihr Lieben, in diesem Sinne freue ich mich natürlich dann wieder auf euch und auf Montag. Tschüss.